Wegkreuze, Marterl und Bildstöcke als Ausdruck bäuerlicher Volksfrömmigkeit begegnen uns noch recht häufig in unserer niederbayerischen Heimat bzw. im Gemeindebereich von Falkenfels. Diese meist aus Gusseisen und Stein gefertigten Flurdenkmäler haben aufgrund ihres Materials die Zeiten überdauert, waren aber seit Jahrzehnten ständig der Witterung ausgesetzt und so ist ihr Aussehen mehr oder weniger stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Diese Zeichen früherer Volksfrömmigkeit vor dem drohenden Verfall zu retten und für künftige Generationen zu erhalten, hat sich der historische Verein die Renovierung dieser alten Flurdenkmäler im Gemeindebereich Falkenfels zum Ziel gesetzt. Also wir wollen ja einige Kreuze in Falkenfels restaurieren und das ist das erste Kreuz, wo wir anpacken. Aufgestellt wurden diese Wegkreuze einst immer in der gleichen Absicht. Sie sollten den Vorübergehenden zu einer kleinen Rast einladen, zum Nachdenken bewegen und zu einer Fürbitte oder zu einem Gebet anregen. In einer schnelllebigen Zeit, bei zunehmender Motorisierung, wird diesen religiösen Zeichen nicht mehr die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt und sie werden im Vorbeifahren oft überhaupt nicht mehr wahrgenommen. So ist es kein Wunder, wenn diese religiösen Kleinode allmählich aus den Augen verloren wurden und in Vergessenheit geraten sind. Wenn man aber zu Fuß oder zumindest mit dem Rad und mit offenen Augen die Heimatflur durchstreift, dann fallen diese kleinen Denkmäler durchaus ins Blickfeld. So erging es zumindest Karl Horst Klee, seit ein paar Jahren Neubürger in Falkenfels bei seinen Streifzügen durch das Dorf. Er stellte dabei fest, dass gerade in Falkenfels noch zahlreiche Beispiele für diese alten Flurdenkmäler zu finden sind. Insgesamt 25 Wegkreuze fanden seine Aufmerksamkeit, wurden fotografiert und in ein Verzeichnis aufgenommen. Was ihm dabei noch auffiel, das Erscheinungsbild dieser Flurkreuze hat durch Verwitterung arg gelitten. Für ihn stand fest, dass da etwas getan werden musste, wenn diese Zeugnisse der Vergangenheit der Nachwelt erhalten werden sollen. Er konnte den historischen Verein Falkenfels für seine Idee gewinnen und so etablierte sich ein Projektteam mit Vorstand Harry Stretz an der Spitze, Karl Horst Klee als Projektleiter und mit Fritz Feuerl, Wilfried Buck und Theo Breu als weitere Mitarbeiter. Da die Restaurierung aller 25 Wegkreuze auf einmal das Team überfordert hätte, konzentrierte man sich zunächst auf 4 Kreuze, deren Renovierung noch in diesem Jahr durchgeführt werden soll. Dabei handelt es sich um das Kreuz bei St. Johann, das Seidelkreuz in der Oberhofer Straße, das Halmerkreuz in der Weierfeldstraße und schließlich das Spätkreuz im Norden des Dorfes. Nachdem bei den Besitzern die Erlaubnis zu den Renovierungsarbeiten eingeholt worden war, ging es an die Finanzierung des Projekts.
Inzwischen hat das Amt für ländliche Entwicklung seine Bereitschaft für eine Bezuschussung fest zugesagt. Auch die öffentlichen Vereine wollen einen Beitrag entweder in finanzieller Form oder durch Übernahme einer Patenschaft leisten. Und auch der historische Verein selber will einen Teil der Kosten übernehmen. Damit waren die Voraussetzungen geschaffen, um das Vorhaben in Angriff zu nehmen. Also eines dieser Projekte, das der historische Verein in dem Jahr anpackt, das sind die Wegkreuze. Und die Wegkreuze hören wir insgesamt 25, haben wir also gezählt. Und am Wochenende wurden die Kreuze aus ihren Steinsockeln genommen und einem Steinmetz zur Generalsanierung bzw. einem Kunstschmied und Weber Hans zur Stabilisierung übergeben. Ja Hans, du bist ja so freundlicher, weil wir haben ja festgestellt, wie wir also das erste hochgeschaut haben, haben wir festgestellt, das ist ja eigentlich bloß ein Bandeisen, da sind diese Teile draufgeschweißt. Das ist also normalerweise, hat der Steinmetz gesagt, bringt das nichts, wenn man so anfängt. Darum sind wir also recht dankbar, dass du sagst, ich probiere es jetzt einmal, dass wir das wieder einkriegen. Wir auf alle Fälle versuchen, dass die Teile, die wir abgingen, so gut wie möglich ersetzt. Und natürlich die Struktur, die wir da eingearbeitet haben, ein bisschen Also da sind wir schon dankbar. In der Zwischenzeit sollen die Steinsockel gereinigt und dann die Kreuze zur weiteren Behandlung von einem Schriftenmaler, wenn möglich mit den originalen Inschriften, versehen werden. Das habe ich damals, wie ich das Haus gekauft habe, das Kreuz auch mitgekauft worden. Das ist zwar in der Wild drin gegangen, weil das vom Straßenbau. Das ist das sogenannte Hungerligelkreuz oder Almerkreuz. Das ist früher unten gestanden, wo der Bukühl jetzt wohnt. Schweren Gerät und diesen Stein, da bin ich ja wirklich gespannt, wie das also geht, wenn er das raushebt und dann versetzt auf die andere Stelle. Das ist da doch eine ganz schöne, große Betonplatte, die drunter ist. Das ist das sogenannte Herrnberger Kreuz. Das wurde 1899 von Josef Fuchs aus Hagenzell hier an dieser Stelle errichtet. Wir haben den Steinsockel abmontiert und zu Herrn Herrnberger gebracht. Der wird ihn abdampfen und dann auch mit der Schriftenmaler Fritz Wanninger wird die Schrift auf dem Steinsockel nachvollziehen. Und das Kreuz haben wir
Herrn Wittmann gebracht, beziehungsweise er hat es hier selbst abgeholt. Und Sepp Pindel und ich, wir machen heute die Einfassung um die Bodenplatte. Und wir verwenden dafür Natursteine vom Webermax, die wir hier aus dem Wald oben, wo er sie gelagert hat, herausgeholt haben. Und versuchen jetzt hier eine sehr schöne Einfassung für das Kreuz zu machen. Ich stelle mir hier das auch zur Verfügung. Und das passt da so, ne? Und es kann schon mal vorkommen, dass ein unvorsichtiger LKW-Fahrer, die ja immer unter Stress stehen, über Stock und Stein fährt und so die schöne, mit viel Mühe erstellte Wegkreuzeinfassung leicht beschädigt. Aber das ist in Falkenfels kein Problem. Für solche Reparaturarbeiten ist immer der Weber Max zuständig. Historische Verein, der richtet jetzt da im Dorf einige Kreuze her, unter anderem auch das da. Und der Theaterverein hat da die Patenschaft übernommen von dem Kreuz und wird es auch weiterhin ganz ein wenig gepflegt. Und das mache ich jetzt gleich selber, weil ja, ich vor Ort bin. Jetzt habe ich da eine neue Pflasterung gemacht mit lauter Natursteinen. Wir haben sie vom Keitelsberg und vom Rappenberg und von der Stauf, der weiße Split. Alles ein wenig zusammengesucht und ich hoffe, dass das Lied da alles schön bleibt und bedanke mich auch beim Förderverein für diese Renovierung von dem Kreuz. Kunstschmied Weber Hans übernimmt die Instandsetzung der gusseisernen Wegkreuze. Er macht das gerne für die Gemeinde Falkenfels und den historischen Verein. Das Kreuz, das ist von der Substanz her sehr, sehr schlecht. Darum im Kreuz fällt ein Stückchen, zum Teil oxidiert, totaler Versatz, also überall Versatz drin. Im Mittelteil fällt auch ein Stück, das ist irgendwann einmal ausgebrochen. Die Beschriftungstafel ist eigentlich falsch dran, das gehört das Lorbeer oder das gehört nach unten, bloß da ist einmal der Schraum gerissen. Und wenn die Schrauben da rum ein war richtig dran, dann war da ein Loch drin gewesen, dann hätte man das gesehen. Also ich muss das wieder hernehmen, das Loch und das umdrehen. Vom Ganzen her ist es so, ich muss jede, also es ist beim anderen, ich habe schon ein Kreuz gemacht, jede Schraube, die wird angelangt, reißt ab. Zum Teil ist von Niert, die Nierten muss ich rausbohren, damit ich die Verstärkung hinten überhaupt wegbringe. Das ist eine ganz schlimme Sache, weil man muss Obacht geben, dass nicht beim Bohren schon wieder alles bricht. Das ist das Spätenkreuz. Ja, es war zweimal gebrochen. Einmal hat es eine Bruchstelle da gehabt, einmal hat es eine Bruchstelle da drin gehabt. Es war sehr schwierig zum Schweißen, weil das ein ganz verreckter Guss ist. Ein uralter Guss. Den, wenn man schleift, da sieht man nicht einmal Funken. Außer wenn es finster ist, ganz, ganz ruhig. Die Beschriftungstafel, zuerst wollte man sie ja lassen, die war da oben abgerissen, da hat ein Teil gefällt. Ich habe das geschweißen, habe alles verschliffen, habe es dann ohne gehalten, mir hat es einfach nicht gefallen. Dann habe ich da ein Teil eingesetzt, habe es reingeschweißen, verschliffen und dann war halt auch nichts da. Ich hätte mir eben so meinen, aber das wäre aufgefallen. Jetzt habe ich halt ein wenig so drauf geschweißen, dass ein bisschen die Struktur hat. Ja, ansonsten, da war nicht überall Schaum drin, die wie man gesehen hat. Das war einfach notdürftig zusammengemacht. Ich habe jetzt alles die Schrauben rein verschweißen und verschliffen. Wenn das einmal lackiert ist, neu, wird man da nicht mehr viel sehen davon. Die Verstrebung, also ich sage, man muss lassen, weil einfach die Substanz vom Guss nicht mehr die beste ist. Aber insgesamt glaube ich, dass doch ein ganz gut geworden ist. Das ist der sogenannte Spätkreuz und da sind heute folgende Arbeiten vorgesehen. Mit
mit dem Aggregat der Feuerwehr soll der Steinsockel abgedampft werden und gereinigt werden. Und am Morgen früh macht der Sepp und ich die Einfassung. Hier unten wollen wir einbetonieren und vorher wird der Sockel noch begradigt und dann einbetoniert und dann außen kommt eine schöne Umfassung rum mit Natursteine. Kein Feuerwehreinsatz ist wie der andere. Feuerwehren arbeiten unter extremen Bedingungen. So auch die Freiwillige Feuerwehr Falkenfels, die für den historischen Verein die Gerätschaft kostenlos für die Renovierung der Wegkreuze zur Verfügung stellt. Theo Breu durfte unter der Aufsicht des Feuerwehrkommandanten Herbert Heindl mit dem Hochdruckreiniger, der übrigens 150 Bar auf der Düse hat, den Steinsockel reinigen. Kein leichter Job, aber ohne größere Verletzungen überstanden. Projektleiter Karl Horst Klee und Feuerwehrkommandant Herbert Heindl sind sehr zufrieden mit der Arbeit von Theo Breu. Auf dem Betriebsgelände der Firma Max Weber wurde der Beton zubereitet. Bevor das Wegekreuz einbetoniert wird, muss es noch fixiert werden. Das ist jetzt der Steinenachschub von Storberg. Und dann außen kommt eine schöne Umfassung rum mit Natursteine. Das ist der Feinschliff jetzt, gell? Sauber gemacht, Burm. Mittwoch, den 28. August 2013, in aller Herrgottsfrüh, versammelten sich die freiwilligen Helfer des historischen Vereins Falkenfels beim Halmerkreuz in der Weierfeldstraße, um dort den gereinigten Steinsockel für das Wegekreuz neu einzubetonieren. Aua! Immer unter der Leitung von Karl Horst Klee. Einfassung wurde ebenfalls, wie bei den anderen renovierten Wegekreuzen, mit Natursteinen aus der Falkenfelser Gegend erstellt. Restauration der Wegkreuze übernimmt die Firma Wittmann. Herr Wittmann, jetzt haben wir ja also unsere Kreuze da angeliefert. Sie haben sie jetzt in der Obhut in der Zwischenzeit. Und Ihre Aufgabe ist es dann, dass Sie diese in schönen, alten Zustand ganz neu versetzen. Wie läuft jetzt das Ganze ab dann? Was haben Sie jetzt da vor mit dem Kreuze? Das ist ganz einfach. Die werden jetzt mit dem Strahlgerät gereinigt, also entrostet.
dann werden sie grundiert, dann werden sie zweimal gestrichen, also die Grundierfarbe gestrichen. Aha. Und dann werden sie dann gefasst. Alles was farbig wird, zwar wird das. Ja. Und diese Patina, also dieser. Das ist grün. Das ist grün, ja, das ist grünspann. Wie geht das jetzt dann weg? Das geht mit dem Strahlgerät verhältnismäßig einfach weg. Strahlgerät. Ist das ein Sandstrahl oder ist das? Ja, das ist ein Sandstrahl mit einer Körnung von 0,09 mm. Aha. Das ist ein Glasbuttermehl, das sind Mehle. So, dass es ein bisschen sanfter ist, dass es nicht zu stark ist wahrscheinlich, gell? Das macht ja nichts aus. Macht ja nichts aus, ja? Okay, ja, ist natürlich gut, alles gut. Gusseisen, ne? Das ist Gusseisen und wir reinigen normalerweise Stein mit diesem. Stein, ja. Also weiche Steine, also Sandsteine und Kalksteine, ja, auch mit dieser Körnung. Okay. Verlieren wir da auf der Oberfläche natürlich noch da sicherlich. Und sogar die Inschriften der Steinsockel werden mit historischem Werkzeug restauriert. Das sind jetzt meine Schreibpinsel, die haben 50 Jahre alt. Hey. Ein Lehrbuch schon gekriegt oder gekauft. Hast du die aufgekriegt? Hast du andere hergekommen? Nein, die haben wir nicht aufgekriegt, die nehme ich aber noch her. Die haben aber noch gebraucht. Es ist heute Donnerstag, der 5. September und der Fritz Zwanninger, das ja ursprünglich ein Falkenfelser war, ist heute bei uns und da haben wir einen Glücksfall, dass er Schriftenmaler ist. Und er ist heute dabei, am Seidelkreuz die Inschrift zu erneuern. Ja, wir haben also unseren Archivar, der Willi, der ist also dabei, Fotos zu machen, dass wir das also später mal sehen. Als nächstes hat sich der Verein vorgenommen, den Kreuzsockel am Halmer Kreuz in den bereits fest betonierten Steinsockel zu etablieren. Holen wir jetzt diesen Metalldübel da aus, der ist verrostet, der ist auch zu kurz. Den bohren wir aus, dann wird die Fugfläche gereinigt noch, dann wird noch ein neuer Dübel eingegossen mit Zement und die Kreuzsäule dann versetzt. Ob auch alles so funktioniert, wie es geplant war? Also den Stor können wir jetzt so nicht versetzen, weil das Kreuz auch später nicht mehr hält, weil man ja da hinten die Fehlstelle hat und da gehört eine Vierung eingebaut. Also sprich, da wird ein Stück rausgeschnitten und dann ein gelblicher Granit wieder eingesetzt, sodass das flächig wiegen wird und dass das wieder Belastung übernimmt. Die ganze Aktion ist heute abgeblasen. Die freiwilligen Helfer des historischen Vereins kennen keine Hast und keine Ruhe. Weiter geht's zur nächsten Baustelle, dem Johannikreuz. Dort muss ebenfalls der Kreuzsockel festbetoniert bzw. fixiert werden. Wir sind im Johannikreuz heraus, da stellen wir jetzt diese Kreuzsäule wieder auf. Ich habe jetzt die zwei Dübellöcher nachgebohrt, weil die zu kurz waren, der Dübel war abgerostet. Dann kommt jetzt auch wieder ein neuer Dübel rein und dann stellen wir das Kreuz auf. Dann geht bloß noch das Kreuz aus Metall ab. Und das schaffen wir auch. Ja, der muss aber Vorstand und Projektleiter beim Fachsimpel. Es geht um Millimeter und Zentimeter. 13, 14 Zentimeter zementiert er also in den Zementierer. Amanda, du die Hand da weg. Eine Sage erzählt in Falkenfels, dass der Fuchs da so viel gewütelt hat, dass er der Leichenzug da hängt halt dieser Fasch, wenn er ihm so viel ging und was er reingeschossen hat. Und der Buben haben es erwischt und der ist dann am Schreck da und gestorben. Man an der Schleicht, auf Hirschlein und auf Dreh. Ja, jetzt machen wir
mir das auch an, weil ich habe auch ein Fettkreuz erworben gehabt, habe das in der Werkstatt dann selber restauriert. Und im Zuge der Restaurierung von den Dorfkreuzen und Wegkreuzen, die wir im ganzen Dorf da sind, ist mir der dann gekommen und auch mein Kreuz da fürs Dorf zum Ausstellen, zur Erinnerung an meine Vorfahren, die wir da am Gehöft und am Hof gelebt haben. Weil da, wo die alte Bauernstumme ist, da ist unser altes Bauernhaus auch gestanden, das wir am Pult haben. Und ja, als Erinnerung habe ich da an die Vorfahren von mir das Kreuz restauriert und wir das da an diesem Eck aufstellen. Das ist ganz toll, dass Max Weber hier dieses Wegkreuz zusammengestellt hat. Er hat es draußen auf den Fluren, Fellfluren gefunden und Max hat einfach ein Auge für so Sachen. Max Weber hat das Wegkreuz mit dem gewaltigen Steinsockel und dem Gusseisenkreuz liebevoll restauriert. Irgendwo hinan. Ja, genau. Ja, Karl, du musst schon aufpassen. Du musst die Schaufel irgendwo hinanlehnen. Unfallverhütungsvorschriften sind eben einzuhalten. Ich meinte Unfallverhütungsvorschriften. Schrifttafel ließ er die Worte zur Erinnerung an meine Vorfahren auftragen. Ihm ist es also ein wichtiges Anliegen, die Erinnerung an seine Vorfahren gegenwärtig zu halten, sie nicht zu vergessen und sie stets im Herzen zu behalten. Dann kommt der Name Kopfsteinpflaster. Ach so, daher kommt. Das ist ein altes Kopfsteinpflaster. Stehe die drin, wie der Kopf ist auch stehen und nicht liegen. Das ist die alte Variante. So hat nun Max Weber dem Wegkreuz neue Frische und Glanz gegeben, dafür einen Platz gefunden, wo es noch weitere Jahrzehnte oder über ein Jahrhundert hinaus uns mahnt, nicht zu vergessen, was unsere Vorfahren für uns taten und sie es verdienen, die Erinnerungen an sie wachzuhalten. Der Kreuzsockel wurde von der Firma Wittmann repariert und die ganze Aktion kann wieder aufgenommen werden. Der Wittmann hat jetzt nochmal das Loch tiefer gebohrt, damit der Dübel auch richtig sitzt und jetzt wird dann der Dübel einzementiert und danach wird das Oberteil aufgesetzt. Diesem Kreuz vom Halmer. Das heißt also, die ganzen Fundamente, die ganzen Steine sind jetzt fertig
Jetzt können wir darauf warten, dass die Kreuze selber auch irgendwo Exit stehen, oder? Ja, das ist sicher. Ja. Aber das machen wir erst kurz vor der Einweihung, weil sie ja jetzt gerade beim Malen sind. Ja. Und die müssen ja noch fest sein. Also der Lack gebraucht, können wir noch machen. Sind das ein paar Mal grundiert worden, habe ich? Die sind halt zweimal grundiert worden. Lackiert? Und dreimal gestrichen. Und jetzt ist halt die farbige Fassung gerade. Also das Gold, das Silber, das Rot, das Grün, was teilweise drauf sind. Und dann haben Sie ja gesagt, das macht die Tochter mit einer ganz liebevollen Hand. Ich hoffe, ja. Okay, dann freuen wir uns, wenn das dann soweit ist. Ja. Und dann werden wir einen Abschluss machen. Ja. Okay. Das ist ein guter Tag für den historischen Verein. Die Vorarbeiten, die sind alle geleistet. Die Sockel haben hergekriegt. Die Kreuze haben renoviert und restauriert. Und jetzt werden sie wieder in ihre Sockel eingesetzt. Und dann ist ein gutes Werk getan und gelungen. Also da war jetzt zufällig dabei wieder Herr Wittmann, da merkt man natürlich den Fachmann. Da hat er lauter so kleine Nester gemacht, als wie aus Plastilin. Und dann hat er, weil es dann lauter Risse, die also durch die Zeit entstanden sind, da hat er dann wieder Harz oder was, das muss ich nochmal fragen, was das ist, hat er dann reingossen. Und innerhalb der letzten 14 Tage ist das jetzt ausgehärtet und das wird das wahrscheinlich dann abschleifen. Und dann ist das ein ganz sauberer, glatter Stein, ohne dass wieder Wasser da reinkommt. Also ich tue jetzt diese Abdichtung abnehmen da, wo ich das injiziert habe, die Risse injiziert habe, das nochmal zu reinigen. Das ist jetzt meine Arbeit. Kam, hatte ich einen Traum. Ich wollte mit dem historischen Verein die vielen Wegkreuze restaurieren. Mein Traum ist heute in Erfüllung gegangen. Steinmetzmeister Karl-Heinz Wittmann hatte die Kreuze gereinigt, grundiert und mit einem neuen Farbanstrich versehen. Späten Samstagnachmittag kehrten die renovierten Kreuze auf ihre angestammten Plätze zurück. Da arbeitet ihr jetzt also so im Betrieb mit dem Hof? Ja, ich habe jetzt über die Ferien. Den Herrgott und die Inschrifttafel noch montieren und wieder ist ein Kreuz fertig. Theo ist der hauptamtliche Kreuzträger des historischen Vereins und bei so vielen Kreuzen kann es schon mal vorkommen, dass man das Verkehrte aus dem Wagen hebt. So, jetzt dann haben wir das Richtige. Da, wo das Kreuz gestanden ist. Also da, wo jetzt der Willi ist. So, der Holmer Nikolaus einmal gehabt, das Hofstelle. Ach so. Und der war ein Hunger. Ja, und da ist der Hunger. Ja. Ja, wo ich
baden. Das Pfui oder die Meinung, vielleicht war es eine schlechte Steinqualität. Da weiß halt der Steinmetz, das ist ein anderes Ereignis. Also grundsätzlich ist es so, dass zu damaliger Zeit, also sprich 1900, 1800, das Material nur von den Oberlagern verwendet worden ist. Ne? Also das waren immer weichere Gesteine, das waren nie harte Gesteine. Also erst in der Neuzeit, also 1930, das ist für mich Neuzeit, da ist dann die Industrialisierung gekommen. Und da hat man dann Steine verwendet, die von den Unterlagern, die sind wesentlich härter. Und darum sind die weicher und darum können da die Flechten und die Moose und die Algen wesentlich besser angreifen. Das geht. Die Herrgottsfigur und die Inschrifttafel montieren. Und wieder ist ein Kreuz fertig. Langsam, aber sicher geht es dem Ende zu. Das letzte Kreuz, das Halmer Kreuz an der Weierfeldstraße, wird montiert. Und wie immer vom Kreuzträger Theo zum Standort gebracht. Bei der kalten Witterung braucht das frisch einzementierte Wegkreuz seine Zeit, bis es fest ist. Diese Zeit nutzt man, um vereinsinterne Informationen auszutauschen. Ganz bisschen wundern, das ist der einzige Star, den ich bis jetzt gesehen habe, der so ein Weihwasserkessel da vorne. Ist das normal oder ist das nicht? Das gibt es schon öfters. Gibt es das öfter? Ja. Die meisten, Obacht, da kommt ein Auto fast. Die meisten sind aber irgendwann einmal weggefahren. Ne? Das muss man dazu sagen. Ach so. Ja, brechen an. Weil ja da Frost, Wasser kommt und dann führt sich die Mutter auf. Ja, das Wasser, nein, das springst dann doch. Ne? Selbst wenn das also bloß ganz, ganz wenig drin ist. Ja? Also die U-Bahn unten in der Forststraße, ja. Das Wegkreuz, wo wir nächstes Jahr machen, hat auch einen Weihwasserkessel. Hat auch einen. Ganz interessant. Genau, ja. Aber das und ist auf der ähnlichen Höhe wie hier an dem Steinzug. Mhm. Ja, also das ist jetzt der erste, den ich gesehen habe. Mit dem Weihwasserkessel ist das ja so eine Sache, hat sich der Landsdorfer Sepp denkt. Und hat natürlich gleich ein hochprozentiges Weihwasser gebracht. Gott erfand den Wein, Gott erfand das Bier, doch den Schnaps, den brannten wir. Wenn du zu viel trinkst, ist es ungesund und wir tragen jetzt dazu bei. Du brauchst mir keine Belehren. Für jeden war dabei. Ein Vorsitz, der gemütlich. Wenn man natürlich zu viel von dem hochprozentigen Weihwasser trinkt, dann kann das schon mal vorkommen, dass einem das Wehrzeug oder eine Schraubmutter aus der Hand fällt. Ja, da, die ist weg. Ob das noch was wird heute mit dem Kreisel fertig machen? Zoll. Doch noch geschafft. Das ist das Kreuz von Xaver Tremmel aus Riederstedl. Das hat uns wirklich am meisten Kummer bereitet, weil das Gusseisenkreuz sehr brüchig und rissig war. Aber der Hans Weber hat es hervorragend hinbekommen und Karl-Heinz Wittmann hat es hervorragend bearbeitet in der Werkstatt. Und jetzt glänzt es und strahlt es wieder wie zu Zeiten, wo es aufgestellt worden ist. Bei strahlendem Herbstwetter
begannen die Feierlichkeiten in St. Johann, wo Vorsitzender Harry Streetz beim Wegkreuz Herrenberger die zur Feier geladenen Gäste und zahlreiche Bürger des Ortes, die zur Mitfeier gekommen waren, willkommen heißen konnte. Bei der Segnung der Wegkreuze begleiten, die restaurierten und ein wieder aufgestelltes Wegkreuz. Nach einem Musikstück vorgetragen von Harry Hofbauer gab Karl Horst Klee, der Initiator des Wegkreuzprojektes, einen kurzen Abriss über den historischen Hintergrund bei der Erstehung des Wegkreuzes. Bauer von Hagenzell hat 1899 hier fast an der gleichen Stelle dieses Kreuz errichtet. So steht es auf der Inschrift des Steinsockels. Was mag Josef Fuchs vor über einem Jahrhundert dazu bewogen haben, dies zu tun? War es Frömmigkeit? Herr, unser Gott, dein Sohn hat uns durch sein Sterben am Kreuz mit dir versöhnt. Schau auf deine Diener, die dieses Kreuz restauriert haben. Gib, dass sie durch die Kraft des Gekreuzigten vor Unheil bewahrt werden. Vorsitzender Harry Streetz bedankte sich beim Herrn Pfarrer für die Segnung des Wegkreuzes. Das Wegkreuz Späth in der Steinbergstraße erhielt ebenfalls den kirchlichen Segen durch Pfarrer Alois Zimmermann. Ich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du hast uns durch den Kreuzestod und die Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, zur Fülle des Lebens befreit. Wir bitten dich, segne dieses Kreuz. Es ist uns ein Zeichen des bitteren Leidens, das er für uns ertragen hat. Es ist aber zugleich ein Zeichen des Sieges über Sünde und Tod. Stärke alle Menschen, die dieses Kreuz ehren, im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Lass alle, die hier vorübergehen, im Schutz des gekreuzigten Erlösers geborgen sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Als nächstes wurde das Wegkreuz Weber in der St. Nikolaustraße, das Weber Max in eigener Regie restauriert und aufgestellt hat, gesegnet. Als diese Gestaltung war, als diese Steine da gemacht worden sind, und darum wird der Karl Horst an dieser Stelle auch ein paar Worte zu der Historie und zu diesem Kreuz sagen. Im Vorgang in voller Schönheit stehende Wegkreuz hat Max Weber mit äußerster Sorgfalt und Liebe zusammengefügt. Den gewaltigen Steinsockel und das Gusseisenkreuz fand er bei seiner Arbeit irgendwo draußen in den Feldfluren. Er ließ die Zeitzeugen aus Stein und Eisen nicht achtlos liegen, sondern reinigte, schweißte und lackierte sie zu Hause. Jesus Christus, du bist für uns am Kreuz gestorben. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Du hast uns am Kreuz erlöst aus aller Sündenschuld. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Dieses Kreuz. Schau auf deine Diener, die dieses Kreuz errichtet haben. Gib, dass sie durch die Kraft des Gekreuzigten vor Unheil bewahrt werden. Hilf ihnen, täglich ihr Kreuz auf sich zu nehmen und auf dem Weg des Evangeliums sicher ihr Ziel zu erreichen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Mit dem Falkenfelserlied als Einleitung, gespielt von Harry Hofbauer,
erhielt das Halmer Kreuz in der Weierfeldstraße seinen kirchlichen Segen. Aussuchen und die restaurieren wollen, unter anderem dieses hier. Dann sind wir dahergekommen, haben uns das angeschaut, dann hat der Herr Wittmann gesagt, um Gottes Willen. Auf der Suche nach dem historischen Hintergrund unserer Wegkreuze, da hat uns ständig das Sprichwort begleitet, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Das Sprichwort passt auf viele Situationen im Leben, aber besonders wie wir bei der Bevölkerung Informationen einholen wollten, wann und wie und warum diese Wegkreuze damals errichtet worden sind. Im Durchschnitt haben sie ja alle um die 100 bis 150 Jahre auf dem Buckel. Das heißt, sie sind so etwa 4, 5, 6 Generationen erbaut worden. Der Informationsfluss von den ersten 3 Generationen, das hat ja funktioniert, aber irgendwann ist der Informationsfaden abgerissen und die neuere Generation weiß fast nichts mehr über die historische Geschichte dieser Wegkreuze. Segne dieses Kreuz, dieses Zeichen des bitteren Leidens, das er für uns ertragen hat. Es ist aber zugleich ein Zeichen des Sieges über Sünde und Tod. Stärke alle Menschen, die dieses Kreuz ehren, im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Lass alle, die hier vorübergehen, im Schutz des gekreuzigten Erlösers geborgen sein. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Als letztes wurde das Seidelkreuz in der Oberhofener Straße gesegnet. Jetzt weiß ich, dass unwahrscheinlich viel eigenes Engagement dranhängt. Der Seidel Albert, der hat da gewerkelt und umgestaltet und die ganze Sache gehoben. Das ist unwahrscheinlich, was er da geleistet hat. Als Albert Seidel 1987 das fast abrissreife Anwesen im Waldweg 2 kaufte, stand das 1928 errichtete Wegkreuz noch unversehrt am Wegesrand, nähe dem Bauernhof von Maria Speth. Sie hat wohl das Wegkreuz aufstellen lassen. Auf dem Steinsockel ist zu lesen, errichtet zu Ehre Gottes. Uns beten. Herr unser Gott, dein Sohn hat uns durch sein Sterben am Kreuz mit dir versöhnt. Wir bitten dich, segne dieses Kreuz und schau auf deine Diener, die dieses Kreuz restauriert haben, für alle, die an diesem Kreuz vorübergehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gerade zu diesem Kreuz noch ganz kurz. Der Pate für dieses Kreuz ist der Theaterverein. In seiner Eigenschaft als zweiter Bürgermeister sprach Josef Schuh als Vertreter der Gemeinde der ganzen Aktion seine Anerkennung aus und versprach, sich dafür einzusetzen, dass bei der weiteren Renovierung der Wegkreuze
auch von Seiten der Gemeinde finanzielle Unterstützung kommt. Ich kann sagen, bei den Kreuzen ist eine Vergangenheit wieder zu neuem Leben erweckt worden. Oder eine gelebte Tradition wieder zu neuem Leben erweckt worden in dem Sinn, weil in jedem Kreuz steckt irgendwie eine Angelegenheit, sei es durch Tod, sei es durch Unglück, sei es durch Dankeschön, sei es durch eine Angelegenheit, die den Menschen bewegt hat, dieses Kreuz zu errichten, wenn es auch 150 Jahre her ist. So, und damit ist jetzt dieser offizielle Teil im Außenbereich beendet. Sie haben ja eine Einladung bekommen, auf der steht, dass der Seidel Albert mit seiner netten Begleitung seinen Raum zur Verfügung stellt, wo wir uns jetzt dann treffen. Nach alter Sitte wurden alle Helfer, die zum Gelingen des Projekts einen Beitrag geleistet hatten, zu einer Brotzeit in die Hütte von Seidel Albert eingeladen. Jetzt haben wir uns wieder erlaubt, ein schönes Hüttentempo für die alle Leute, die da draußen sitzen und zusammenkegeln. Und jetzt schauen wir, dass wir es losbringen und hoffen wir, dass wir es später. Bei dieser Gelegenheit ließ Harry Stretz die ganze Aktion per PowerPoint Revue passieren und würdigte den ehrenamtlichen Einsatz aller Helfer, indem er ihnen im Namen des Vereins eine Urkunde überreichte. Ich glaube, die ist von dir ausgedruckt. Sepp, ist das richtig? Eine wunderbare Urkunde entworfen. Und darauf steht, das lese ich jetzt einmal vor, Urkunde, danke für die ehrenamtliche Mitarbeit bei der Renovierung von 4 Wegkreuzen in Falkenfels im Jahr 2013. In diesem Fall steht da drauf Otto Herrnberger und der historische Verein hat unten unterschrieben. Otto! Otto, herzlichen Dank für diese wahnsinnig tolle Mitarbeit. Ich war dabei, darum war sie. Das kann man schätzen. Es war einmal mein Haus. Der offizielle Teil jetzt beendet. Und man feierte noch lange bis spät in die Nacht hinein das gelungene Projekt Renovierung der Wegkreuze in Falkenfels. Grüß dich, Alfons. Servus. Ja, ich hätte gern von dir ein bisschen was erfahren. Du weißt ja, dass wir die Wegkreuzsanierung machen. Ja, ich weiß schon. Und ich habe natürlich mitbekommen, dass du dieses Wegkreuz hier geschmiedet hast. Und jetzt sag uns mal was dazu. Ja, ich hoffe, halt ich war auf jeden Fall 20 Kommandant von der Feuerwehr da. Und zu meinem Abschied, zu meinem als Kommandant aufgehört habe. Habe ich das als Andenken von mir und Gedenken von den verstorbenen Feuerwehrlern, die 25 Jahre, habe ich das der Feuerwehr geschenkt. Und die haben dann den Ehrenplatz gebaut und hat da ein Tier gelegt. Und es sind viele Leute. Und das Kreuz hast du selber geschmiedet, drüber bei dir in der Werkstatt? Ja, bei mir nicht. Ich bin ja gern der Schmied. Und dann das selber baue ich auch selber. Nicht aus dem Katalog. Ja. Selber entworfen. Ja, also kreativ hast du so das so auch selber hergestellt. Und es ist aus einem Stück oder wie ist das? Nein. Verschweißte, ja. Und dann sauber gestrichen oder lackiert. Ja, jetzt wieder ein bisschen renoviert. Nacharbeiten. Ja, aber wieder ein bisschen. Und so ist das gleich in den Händen von der Feuerwehr. Das war 1992, ja. Ja, das war 1987. 87? Aha.
Das ist ja schon. Ich bin 22 Kommandant geworden und 25 Jahre ist 87 rausgelegt. Ja, und du hast ja bestimmt gehört, dass wir dieses Jahr 4 Wegkreuze sind. Ja, ja. Und wir wollen ja noch mehr machen, weil insgesamt 25 haben wir archiviert. Aha. Und wie stehst du zu der Aktion? Ja, das ist eine saubere Aktion, unsere Gute. Das haben wir noch nicht gehabt im Völkerfeld, obwohl wir die Geleister schon ewig lang stehen haben. Ja, das hätte man schon eher sagen. Also da kommen natürlich, die Vereine wollen sich auch beteiligen mit Patenschaften oder sonstige Aktivitäten und die Sache läuft gut. Ich glaube, dass wir im Anfang Oktober die 4 Kreuze schon einweihen können. So. Dieses Jahr noch. Dieses Jahr noch, ja. Ja, ich hatte es auch gleich. Ja, gut. Also halt, dass du da bist und da geht das so. Ich finde das ja ganz interessant, weil wieder was macht Petro. Und wenn keiner was macht, dann fällt das alles zusammen. Die Wegkreuzsanierung möchte ich Folgendes dazu sagen. Ich bin der Meinung, es ist eigentlich schade einerseits, dass es so lange gedauert hat, dass sich jemand bereit gefunden hat, die Sache in die Hand zu nehmen. Weil wir haben das Thema ja schon länger. Und ich hoffe, dass der historische Verein auch das Rückgrat hat, die Sache weiterzuführen. Das ist eh klar, dass die alle schön hergerichtet werden. Ne? Ganz gut aus. Hätte schon lange gemacht gehört, die sind da allebei ein bisschen vernachlässigt worden. Aber jetzt schaut es wieder gut aus und jetzt kommt wieder ein paar Jahre raus. Ich finde das schon schön, dass die wieder schön hergerichtet werden, dass man vielleicht auch wieder sieht, wer die hergestellt hat. Das ist eine super Sache, was ihr da macht. Also die Wegkreuze werden bei uns in alle Verfahren hergerichtet, weil man, bevor man was Neues macht, soll das alte historische hergerichtet werden und soll ja erhalten werden. Weil das in der Natur. Es hat ja jetzt einen Grund, dass es irgendwo steht. Und darum ist es schön, wenn draußen jemand da ist, der sich dafür engagiert und das herrichtet, dass er das für die nächsten Generationen erhalten muss. Historischem Verein, dass er sich übersehene Sachen annimmt. Und da dürfen wir als Verein doch auch ein bisschen was dazu tun. Wenn der neu belebt wird, und das finde ich als ganz guten Anlass, damit es da trifft. Und das belebt einfach eine Angelegenheit, die lange schon vor uns gelebt hat und heute zum Wiedererleben erweckt wird. Also ich als gebürtige Falkenfelserin bin begeistert, dass der Verein Historisches Falkenfels sich für die Flurkreuzsanierung da zur Verfügung stellt und das in die Hand nimmt. Ich finde es einfach wunderschön, dass diese Kreuze wieder zum Leben erweckt werden. Wir leben im 21. Jahrhundert. Hektik, Lärm, Zeitdruck prägen unseren Alltag immer mehr. Schwierige Gespräche, Verabredungen füllen unseren Terminkalender immer praller. Ist es daher nicht wohltuend, einmal an einem der vielen Wegkreuze, die unsere Vorfahren vor vielen Jahrzehnten an Wegen und Feldfluren aufstellen ließen, anzuhalten, nachzudenken und sich für wenige Minuten zurückzunehmen? Schenken wir den Wegkreuzen ihre ihnen zustehende Beachtung. Unsere Vorfahren taten das aus Frömmigkeit, dankten für gute Ernte und beteten, dass Feld und Fluren erhalten bleiben. Eifern wir ihnen nach. Wir, die wir in einer Wohlstandsgesellschaft eingebettet leben und dies vielleicht nicht für notwendig erachten, aber wie lange noch? Hee